Ehrgeizige Pläne hat der Unternehmer und Hotelier Gerd Prantner aus Hamburg. Gemeinsam mit Partnern will er ein Hotel bauen im Lausitzer Seenland am Nordufer des Sedlitzer Sees. Ich bin aufmerksam geworden, weil mich eine Dame, mit der ich sehr viel arbeite, Frau David, mit der ich sehr viele Projekte in Ostdeutschland gemacht habe, mich mal hierher gebracht hat. Und dann war ich so begeistert von dem, was hier sich zukünftig tourismusmäßig entwickeln wird, dass ich mich sofort engagiert habe. Und zuerst mal übernommen habe das Hotel in Cottbus dort als erstes, um von dort aus die Region dann zu erobern. Entstehen soll in Sedlitz ein ganz besonderes Hotel. Ein Hotel, das zeitlos ist, das in sich die Botschaft des Standortes hinausträgt, indem man das Hotel mit einem Namen behaftet, der auch die Bevölkerung quasi darstellt, wie Beispiele Voltaire in Potsdam. Und dann dieses Hotel quasi als ein Beispiel, wie man entwickeln kann Tourismus in der Region. Und Hotels sind ja für eine Tourismusregion, die sich entwickelt, für alle von großer Bedeutung. Allein Dekra, bei denen ich vor ein paar Tagen war, haben mich gebeten, so schnell wie möglich das Hotel zu bauen, weil sie sonst gar nicht bestimmte Veranstaltungen hier machen können. Zudem hat Gerd Prantner auch ehrgeizige Zeitpläne. Also mein Traum wäre, Baugenehmigung spätestens Mitte nächsten Jahres, mit dann Bauzeit maximal 2 Jahre. Aber ich befürchte, Baugenehmigung wird wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres sein und damit Bauzeit 2 Jahre später. Unterstützt wird der Unternehmer auch von Senftenbergs Bürgermeister Andreas Friedrich. Und ich denke, das ist, was noch fehlt bei uns im Lausitzer Seenland. Und ich bin ganz optimistisch, dass er aufgrund gerade seiner Erfahrung, seiner persönlichen Vita, aber vor allem seiner großen Erfahrung, er hat über 200 Hotels in der Welt mit aufgebaut und betrieben. Und er hat sich ein bisschen in diesen Standort, denke ich, verguckt, ist mein Eindruck. Und er möchte hier was tun. Und er will dort insbesondere die Bevölkerung mitnehmen im Rahmen eines Brainstorming-Verfahrens, viele mit ins Boot nehmen und dann sagen, was fehlt hier, was kann sozusagen da noch mit integriert werden, finde ich super. Das Bauland für sein Projekt will der Hotelier selbstverständlich kaufen. Ist das möglich am Sedlitzer See? Also ich denke, das werden wir in der Stadtverordnetenversammlung beschließen müssen. Da haben wir auch eine andere Beschlusslage in Sedlitz. In Sedlitz haben wir uns immer schon für Verkauf ausgesprochen, anders am Stadthafen Senftenberg. Und was sagt das Stadtoberhaupt zu den ehrgeizigen Zeitplänen des Investors? Also Herr Prantner, das Unternehmen hat natürlich sehr flotten Zeitplan. Da müssen wir natürlich schauen, wie kommen wir da hinterher. Wir werden das natürlich im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, im Brainstorming-Verfahren auch mit seinen Fachleuten besprechen. Und wenn wir alle an einem Strick ziehen, und wir haben natürlich die Vorgespräche schon geführt mit dem LSB, mit dem Zweckverband, mit dem Landkreis, dass wir da, hoffe ich, das sehr schnell hinkriegen. Aber die Verfahren in Deutschland dauern leider immer lange, aber das weiß er auch.